Auch das zweite Werk in der kapitalistischen Bibliothek ist ein Klassiker. Liberalismus, 1927, von Ludwig von Mises, 1881 bis 1973. Hintergrund: Das Buch Liberalismus gehört zu einer Reihe von Werken zur Theorie der gesellschaftlichen Kooperation, die von Mises in seinen frühen Jahren schrieb. Es ist sowohl ein Plädoyer für den Liberalismus als auch eine Kritik an den diversen antiliberalen Ideologien, welche von Mises nach dem Ersten Weltkrieg wieder aufkeimen sah. So warnte von Mises zu dieser Zeit auch vor dem Aufkommen des Faschismus, dem Niedergang Österreichs und einer Weltwirtschaftskrise, welche alle auf antiliberale Gedanken und Systeme zurückzuführen sind. Das Buch geriet durch das Erstarken der Nazis und von Mises Flucht in die USA in Deutschland in Vergessenheit. Erst 1993 wurde es zusammen mit drei weiteren Werken in der Serie Klassiker der Freiheit durch das Liberale Institut der Friedrich-Naumann-Stiftung im Academia-Verlag herausgegeben und damit wieder einer breiteren Masse verfügbar gemacht. Über das Werk: In Liberalismus fasst Ludwig von Mises die Ideen des Liberalismus zusammen, um daraus Grundsätze der Politik einer kapitalistischen Gesellschaftsordnung logisch-deduktiv herzuleiten. Dreh- und Angelpunkt seiner Überlegungen ist dabei das Eigentum und die sich daraus ergebende Ethik des Eigentums. Neben seiner Fürsprache für den Liberalismus grenzt Ludwig von Mises in diesem Werk auch den Liberalismus von anderen Ideen wie dem Sozialismus, dem Faschismus oder dem Anarchismus ab und kritisiert diese aufs Schärfste. Das Werk ist zudem auch historisch geprägt. So wird auf historische Ereignisse wie dem Ersten Weltkrieg, dem Bolschewismus in Russland oder dem Völkermund Bezug genommen. Über den Beitrag: In diesem Beitrag sollen Mises Gedanken über Eigentum, die kapitalistische Gesellschaftsordnung und daraus resultierenden Schlussfolgerungen dargelegt werden. Die kapitalistische Gesellschaftsordnung. Von Mises definiert die kapitalistische Gesellschaft als eine Gesellschaft, in der die Grundzüge des Liberalismus durchgeführt sind. Der Zustand dieser Gesellschaft heißt Kapitalismus. Diese Gesellschaftsordnung hat bisher noch nie existiert. Dennoch ist es gerechtfertigt, das aktuelle Zeitalter als Zeitalter des Kapitalismus zu bezeichnen, da der gesamte Wohlstand, den unsere Gesellschaft aktuell hat, auf den, stark beschränkten, Kapitalismus zurückzuführen ist. Dies erkennt man beispielsweise daran, dass die Arbeiter kurz vor dem Ersten Weltkrieg wohlhabender als viele Edelleute im Mittelalter waren. Kapitalismus und Liberalismus verfolgen das Ziel, das Wohl aller Menschen zu verbessern, wodurch sie sich vom Sozialismus nicht im Ziel, sondern in den verwendeten Mitteln unterscheiden. Kapitalismus und Liberalismus sind dabei allerdings nur auf die materielle Wohlfahrt ausgerichtet, da sich seelische und metaphysische Bedürfnisse nicht durch Materialismus befriedigen lassen. Die Ethik des Eigentums. Der Liberalismus bzw. Kapitalismus lässt sich nach von Mises mit dem Wort Eigentum komplett zusammenfassen und beschreiben. Damit meint er vor allem das Privateigentum an den Produktionsgütern, Arbeit, Boden und Kapital. Ein Privateigentum ist notwendig, da das menschliche Wohlbefinden dauerhaft nur gesteigert werden kann, wenn der Mensch seine Arbeit mit den Dingen in der Natur, also dem Boden, bzw. den daraus entstandenen Zwischenprodukten, dem Kapital, vermischt. Eine andere, beständige Art der Wohlstandsmehrung ist nicht möglich. Das Privateigentum an Konsumgütern wird, so von Mises, nicht einmal von den Kommunisten in Frage gestellt. Aus der Notwendigkeit des Privateigentums ergibt sich auch eine Ethik des Eigentums. Als sittlich wird in diesem Sinne alles erachtet, was das Privateigentum achtet. Als unsittlich gilt alles, was das Privateigentum verletzt. Die Aufgaben des Staates. Durch die Ethik des Eigentums ergibt sich nach von Mises für den Staat nur die Aufgabe, den Schutz von Eigentum, Freiheit und Frieden zu garantieren. Jede Staatstätigkeit darüber hinaus verletzt das Privateigentum und steht damit im Widerspruch zu den Grundaufgaben des Staates. Damit spricht sich von Mises für die Idee eines Nachtwächterstaates aus. Er kritisiert in diesem Zusammenhang auch die Philosophie von Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770 bis 1831. Hegel erhob laut von Mises den Staat zu einem göttlichen Wesen, das über jeden Zweifel erhaben ist, was offenkundig falsch ist. Auch kritisiert er die Anarchisten,
da von Mises der Ansicht war, dass es einen Staat benötige, um die Eigentumsrechte zu garantieren. Unter Anarchismus verstand Mises in erster Linie die Ideen von Michail Alexandrowitsch Bakunin 1814 bis 1876, Piotr Alexejewitsch Kropotkin 1842 bis 1921 und Pierre-Joseph Proton 1809 bis 1865. Andere anarchistische Strömungen wie der Anarchokapitalismus, der Anarchafeminismus oder der Anarchotranshumanismus existierten zu dieser Zeit noch nicht. Das Einkommen. In der kapitalistischen Gesellschaftsordnung sind die Löhne frei verhandelbar. Daher wird es automatisch zu einer ungleichen Einkommensverteilung kommen. Eine andere Verteilung macht allerdings gar keinen Sinn. Die Art und Weise, in der das Einkommen verteilt wird, hat einen wesentlichen Einfluss auf die Summe des gesellschaftlichen Gesamteinkommens. Das bedeutet, dass das zu verteilende Gesamteinkommen in kapitalistischen Systemen deutlich größer ist als bei anderen Systemen, wie von Mises ausführt. Ein weiterer Vorteil an dieser natürlichen Verteilung ist der Luxus. Erst große Einkommen machen Luxus möglich. Luxus ist allerdings nicht Selbstzweck für ein opulentes Leben. Vielmehr ist Luxus eine wesentliche Bedingung für Fortschritt, da dieser meistens zuerst als Luxus auftritt, ehe er sich zum Massenprodukt entwickelt. Von Mises erteilt an dieser Stelle auch der Trickle-Down-Ökonomie, welche oft fälschlicherweise für eine kapitalistische Theorie gehalten wird, eine Absage. Er hält es für dumm zu glauben, dass Luxus nur dazu da wäre, um den Armen ein Einkommen zu bescheren. Gäbe es keinen Luxus, so fände das Kapital in anderen Gütern seine Verwendung, womit das Geld ebenfalls unter die Leute käme. Die Außenpolitik. Für von Mises ist Krieg unvereinbar mit dem Kapitalismus. Dies geht aus der Ethik des Eigentums hervor. Krieg verletzt automatisch Eigentumsrechte und ist nicht in der Lage, etwas aufzubauen, was auch für den Sieger gilt. Daher ist der Frieden kapitalistisch und der Krieg antikapitalistisch. Allerdings besitzt jeder Staat das Recht, sich gegen Aggressoren zur Wehr zu setzen. Frieden ist entsprechend das Ideal einer kapitalistischen Außenpolitik. Dies bedeutet für von Mises insbesondere internationaler Freihandel. Des Weiteren ist auch das Selbstbestimmungsrecht der Bewohner äußerst wichtig, also ein Recht auf Sezession auf regionaler und/oder kommunaler Ebene. Auch deswegen wird Nationalismus zurückgewiesen. Imperialismus und Kolonialismus werden als antikapitalistische Ideen entschieden abgelehnt. Eine kapitalistische Außenpolitik befürwortet vielmehr Freihandel und Freizügigkeit. Diese zu verbieten führt nur dazu, dass die Arbeit des Menschen an Wert verliert, was weder im Sinne der Unternehmer noch im Sinne der Arbeiter sein kann. Bürokratie und Demokratie. Sowohl die Bürokratie als auch die Demokratie sind nach von Mises nicht per se schlecht und haben beide ihre Berechtigung in der kapitalistischen Gesellschaftsordnung. Den Vorteil in der Demokratie sieht von Mises vor allem in einem friedlichen Regierungswechsel. Sollte die Regierung einen Kurs einschlagen, welcher den Regierten nicht passt, so wären zwar Revolution oder Aufstände legitim, aber für den Marktprozess eher ungeeignet. Die Demokratie kann helfen, den Regierungswechsel friedfertig vorzunehmen. Die Bürokratie ist für von Mises vor allem dort sinnvoll, wo der Erfolg einer Person nicht im erwirtschafteten Preis angezeigt werden kann, was zum Beispiel bei Polizisten der Fall wäre. An solchen Stellen ist ein bürokratisches Wirtschaften einem kapitalistischen Wirtschaften vorzuziehen. Die Kritik am Privateigentum. Die Ursache in der Kritik am Privateigentum liegt für von Mises darin begründet, dass Menschen sich ausmalen, wie schön alles wäre, wenn sie alles selbst steuern könnten. Dabei vergessen solche Personen oft, dass sie selbst unter den Umsetzungen der eigenen Vorstellung leiden können. So führt von Mises an, dass jeder, der die Sklaverei predigt, auch selbst Sklave sein könnte. Bei der Kritik am Privateigentum lasten die Kritiker zudem oft unerwünschte Marktprozesse dem freien Markt an, obwohl diese Prozesse ausschließlich auf staatliche Tätigkeiten zurückzuführen sind, da sie teilweise glauben, dass alles, was sie für schlecht halten, dem freien Markt entsprungen sein muss. Ebenfalls bedenken sie nicht, dass die Produktivität abnehmen wird, wenn ihre Träume zur Realität werden, was eine Abnahme des allgemeinen Wohlstands zur Folge hätte. Dies liegt daran, dass Menschen nur das verzehren können,
was sie vorher erarbeitet haben. Den größten Anreiz zu arbeiten haben Menschen genau dann, wenn sie für ihre eigenen Bedürfnisse arbeiten und nicht auf Befehl einer Obrigkeit. Die Kritiker des Privateigentums müssen daher lernen, damit umzugehen, dass ihnen gewisse Erscheinungen, die der Marktprozess hervorbringt, nicht gefallen. Kapitalismus oder Kommunismus? Nach Ludwig von Mises gibt es nur zwei Möglichkeiten, das Eigentum an den Produktionsmitteln zu regeln. Als Gemeineigentum oder als Privateigentum. Alle anderen Formen sind künstliche Zwischenformen und damit in sich widersinnig und somit letzten Endes nicht dauerhaft durchführbar. Entweder man achtet oder respektiert Privateigentum oder man ignoriert dies. Von Mises führt weiter an, dass die kapitalistische Gesellschaftsordnung weder als gut noch als schlecht betrachtet werden kann. Es ist lediglich die einzige Gesellschaftsform, welche dazu geeignet ist, die Menschen zu unterstützen, die Ziele zu erreichen, welche ihnen vorschweben. Zusammenfassung: Die kapitalistische Gesellschaftsordnung ist jene Gesellschaftsordnung, in der das Privateigentum aller geachtet wird. Dies spiegelt sich sowohl innerhalb der Gesellschaft als auch in der Außenpolitik der Gesellschaft wider. Die kapitalistische Gesellschaftsordnung ist damit sehr stark auf Frieden nach innen und außen ausgerichtet. Ebenfalls wird ein tyrannischer Staat ausgeschlossen. Zudem wird in einer solchen Gesellschaft der Wohlstand aller Menschen erhöht und dies gerade auch durch die Unterschiede in der Einkommensverteilung und dem Verzicht auf staatlichen Zwang und Gewalt bei privaten Angelegenheiten. Auch 92 Jahre nach Veröffentlichung des Werks ist der Inhalt noch brandaktuell, denn wir sind weit davon entfernt, in der kapitalistischen Gesellschaftsordnung zu leben. Die Kritik am Kapitalismus ist nach wie vor dieselbe. Der Kapitalismus wird für Sachen verantwortlich gemacht, die eine antikapitalistische Natur aufweisen, zum Beispiel Zölle, Kriege, Finanzkrisen. Oder er wird für Sachen kritisiert, die dem Kritiker subjektiv nicht gefallen, zum Beispiel das Wegsterben von Tante-Emma-Läden. Und damit bar jeder objektiven Analyse sind. Antiliberale Ideologien sind weiterhin gefährlich.